Das ist der Irrtum, dass wir glauben, erstens, Europa sei an den Problemen in der Welt überwiegend schuld. Und zweitens ist er auch überwiegend in der Pflicht, diese zu lösen. Ja, ich muss leider sagen, dass ich mich im Jahr 2010, als mein Buch erschien, doch im Nachhinein getäuscht hatte. Das heißt, der Migrant kann den deutschen Staat praktisch dazu zwingen, dass er hier bleiben kann. Und die Leute, die eben mit Booten in Sizilien anlanden, müssen dann eben am nächsten Tag wieder an die afrikanische Ausgangsküste dann zurückgeschleppt werden. Liebe Zuschauer, heute habe ich eine wirklich spannende Persönlichkeit und ich freue mich riesig, dass er die Zeit gefunden hat, mit uns und mit mir hier zu sprechen. Thilo Sarrazin ist nicht nur ehemaliger Politiker, wodurch ihn die meisten kennen dürften, und Bestsellerautor, Wirtschaftsexperte, ehemaliges Mitglied des Bundesbankenvorstands und natürlich zu guter Letzt Berliner Finanzsenator. Also er hat einiges in seinem Leben. Herzlich willkommen, Herr Sarrazin. Schön, dass Sie da sind. Danke, Herr Kettner. Danke. Eines der großen Themen war unter anderem die Migrationspolitik, die Sie schon vor Jahren als sehr großes Problem bezeichnet hatten. Aktuellen Strömen unzählige Migranten nach Deutschland und Deutschland schafft sich ab im wahrsten Sinne. Ihr Buchtitel wird zur Realität. Wie sehen Sie die ganze Situation aus dem heutigen Blickwinkel am heutigen Tage? Ja, ich muss leider sagen, dass ich mich im Jahr 2010, als mein Buch erschien, doch im Nachhinein getäuscht hatte. Und zwar, ich hatte damals mit 100.000 Migranten pro Jahr gerechnet und darauf bauten meine Prognosen auf. Und das reicht ja aus, zusammen mit den Unterschieden in den Geburtenraten dann doch eine nachhaltige Veränderung der Bevölkerung in Deutschland durchzuführen. Jetzt haben wir aber in den vergangenen 10 Jahren durchschnittlich pro Jahr 450 bis 500.000 Zuwanderung gehabt und davon der weit überwiegende Teil Asylbewerber aus islamischen Ländern. Und das ist natürlich eine ganz gewaltige Veränderung, da diese Menschen mit einer ganz anderen Kultur zu uns kommen und sie zum allergrößten Teil auch nicht unsere Ausbildungsstandards haben. Ein Teil von ihnen hängt einem sehr der konservativen Islam an. Sie leben bei uns zu der ganz erheblichen Teilen von der Sozialhilfe, heute modern Bürgergeld genannt. Sie haben oft große Familien und in vielen Klassen in Berlin sind bereits 80% der Kinder aus diesen Verhältnissen, so dass dort ein geordneter Unterricht für Kinder mit deutschem kulturellem Hintergrund kaum noch möglich ist. Und all den Problemen, die damit verbunden sind, was ich jetzt nicht den einzelnen Menschen vorwerfe, die suchen einfach nur der Länder, wo sie auf ein besseres persönliches Geschick hoffen, sondern ich werfe das unserer Politik vor. Und das ist ja nichts, was auf uns begrenzt wäre, wenn wir uns die Verhältnisse anschauen in Belgien, in Holland, in Frankreich, in Schweden, in England haben wir überall der parallele Entwicklungen, die auch mehr Unbehagen verursachen. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, ist, warum wird man dann auch gerade bei straffälligen Migranten, da gibt es ja laut der Polizeistatistik, ich habe mir mal angeschaut, wie hier dieses Jahr die Entwicklung war, der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist im Vergleich zu vorher um 22,6% auf 783.876 gestiegen. Die Zahl jetzt mal ganz wertungsfrei, ohne sie in irgendeine populistische Richtung rücken zu lassen. Warum duldet man dann weiterhin eine derartige Handhabung, dass solche Menschen, die diesem Standort mutwillig schaden, ja, und auch dem Land das Vertrauen entziehen, nicht einfach abzuschieben? Wie kann es sein, dass es die Abschiebegesetze nicht zulassen, auch wenn sie jetzt verkauft werden, als wären sie eine glorreiche Siegesorgie, die hier gefeiert werden von unserer Ampelregierung? In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter ja auch wieder nur ein großer Bluff. Es wird sich an diesem Spiel nichts verändern. Wie passt das zusammen? Ja, man muss sehen, wie die unterschiedlichen Bereiche zusammenwirken. Zunächst einmal, wenn man über das ganze Thema Migration und Ausländer redet, muss man sehen, jedes Jahr kommen 300.000 zusätzliche Asylbewerber zu uns. So. Und wenn die an eine deutsche Grenze kommen und sprechen das Wort Asyl aus, dann haben die nach unserem geltenden Recht das Recht auf ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, welches üblicherweise mehrere Jahre in Anspruch nimmt.
Und dann bekommen sie ab sofort deutsches Geld. Asylbewerberleistungsgesetz, 80% von Bürgergeld, irgendwann Bürgergeld und so weiter. Und Tatsache ist, der überwiegende Teil von ihnen bekommt, so ist unsere Rechtsprechung, am Ende ein Aufenthaltsrecht, wenn auch nicht aus Asylgründen, sondern vielleicht aus anderen Gründen. Und aber die, die keins haben, können eben auch bleiben, weil ja die meisten Migranten werfen dann ihre Pässe weg, wenn sie abschiebungsgefährdet sind. Und die meisten Länder, wo sie herkommen, nehmen Menschen ohne Pass nicht mehr auf. Das heißt, der Migrant kann den Staat, den deutschen Staat praktisch dazu zwingen, dass er hier bleiben kann. So. Und dann gilt natürlich uns der Rechtsstaat. Das heißt, ein Migrant, wenn er jetzt tatverdächtig ist, wird genauso behandelt wie ein anderer Bürger, wie ein Deutscher oder wie ein Ausländer bei uns mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, er kommt erstmal nicht in Untersuchungshaft, nur bei Flucht- oder Verdunklungsgefahr und bei kleinen Delikten sowieso nicht. Und dann ist er auch gar nicht mehr zu sehen, dann ist er verschwunden. Damals der Attentäter Anis Amri war immer wieder auf dem Radar deutscher Behörden, dann war er wieder im Ausland, war in Italien, sonst irgendwas ging on und off. Und jetzt die Attentäter, die wir jetzt überall haben, die Messerattentäter, da in Frankreich oder hier oder ähnliches. Überall dasselbe, weil die Staaten letztlich mit ihrer ganzen Justiz, mit den rechtsförmlichen Verfahren, die ich jetzt gar nicht weiter im Einzelnen kritisieren will, auf diese Verhältnisse überhaupt gar nicht eingerichtet sind. Das heißt, wenn man hier etwas grundsätzlich ändern will, muss man ja auch sagen, was ist das Einfachste? Das Einfachste ist, dass Menschen, die kein Daueraufenthaltsrecht haben, gar nicht erst ins Land kommen. Das müsste man zunächst sicherstellen. Und dann muss man bei denen, die bei uns sind, muss man dann sehen, ob die vorhandenen Möglichkeiten passen. Die passen natürlich großenteils nicht. Und deshalb müssen wir unsere ganzen rechtsstaatlichen Verfahren dahingehend überprüfen, ob sie für solche Situationen überhaupt noch passen. Das bedeutet natürlich auch, dass man Leute, die abschiebungspflichtig sind, grundsätzlich in Abschiebungshaft nimmt und auch für Monate in Abschiebungshaft nimmt und nicht nach 14 Tagen, 3 Wochen wieder laufen lässt, worauf sie dann untertauchen und dann nirgendwo mehr zu sehen sind. Hier ist ein ganz weites Feld, vor dem sich die Politik aber drückt. Sie also fummeln immer mal hier und sie fummeln da, aber es passiert nichts wirklich Grundsätzliches. Das ist so, wie wenn sie in ihrer Firma ein da undichtes Dach haben und sind jetzt zu geizig, was den Dachdecker angeht oder sonst irgendwas. Und immer wenn ein Regenguss kommt, kommt jemand mit einem Stück Dachpappe, klebt das drüber und dann läuft doch an der Seite wieder rein. Und so wird das Dach immer weiter geflickt und es wird niemals dicht. Am Ende werden in die Balken faul und die ganze Halle ist statisch gefährdet, weil es nie vernünftig geschehen ist. Und genauso brauchen wir einen Schutzschirm gegen unerwünschte Einwanderung im weitesten Sinne und der muss auch funktionieren, also wie ein gutes Dach funktioniert. Und daran muss die Politik arbeiten und dem muss sie sich innerlich zuwenden und das tut sie großenteils nicht. Es gibt ja kaum mehr Parteien, die dieses Thema offensiv aufgreifen. Eine, die es tut, ist die Alternative für Deutschland, die damit natürlich auch ordentlich Wählerstimmen gesammelt hat und sammelt. Wieso fehlt den Altparteien, sage ich jetzt mal ganz bewusst, der Mut, dieses Thema akribisch anzugehen? Weil ein Politiker fragt sich immer, was er mit einem Thema gewinnen kann. Und wenn man hier in Fragen der Migration Grundsätzliches ändern möchte, dann muss man ran an das europäische Recht. Man muss ran an das ganze Recht des Schengen-Raums. Man muss ran an die Genfer Flüchtlingskonvention. Man muss ran an die Europäische Menschenrechtskonvention. Man muss den Einsatz des Militärs zum Grenzschutz überdenken. Am Ende muss man ja eine gesamthafte, für die ganze Europäische Union geltende Logik schaffen, die man sagt, es kommt überhaupt keiner rein, von dem wir nicht wollen, dass da reinkommt. Und das muss man erstmal militärisch und physisch administrativ sicherstellen.
Und die Leute, die eben mit Booten in Sizilien anlanden, müssen dann eben am nächsten Tag wieder an die afrikanische Außenküste dann zurückgeschleppt werden. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, weshalb nicht irgendein beliebiges Land in einem begünstigten Klima in Afrika, wenn es ein vernünftiges Ausbildungssystem hat, wenn die Menschen fleißig sind, wenn sie sich auf ihre relativen Stärken konzentrieren, wenn sie eine vernünftige Regierung haben, da kann jedes Land auf der Welt im Prinzip so wohlhabend sein wie Finnland, Schweden, Estland oder jetzt auch Deutschland. Die Hindernisse liegen ja in den Gesellschaften selber und sie liegen in den Ländern selber. Und wir können ja nicht die Probleme, die andere Gesellschaften haben, die ich Ihnen gar nicht vorwerfe, jeder hat seine eigene Geschichte. Wir können doch diese Probleme nicht bei uns lösen. Das ist der Irrtum, dass wir glauben, erstens, Europa sei an den Problemen in der Welt überwiegend schuld. Und zweitens ist er auch überwiegend in der Pflicht, diese zu lösen. Das eine ist sachlich falsch, das andere ist also moralisch falsch und es ist im Übrigen auch unmöglich. Und diese Ehrlichkeit haben Politiker nicht, sondern Politiker oder die meisten nicht. Vielleicht denken sie das mal oder bereden es mal mit ihrer Frau oder mit einem vertrauenswürdigen Kollegen beim Bier. Sie würden es aber niemals öffentlich sagen. Und was den Menschen passiert, die etwas öffentlich sagen, damit habe ich ja nun genügend eigene Erfahrungen gemacht. Aber ich habe es überlebt und das sollte auch an sich jetzt der Mut für andere sein, sich auch mal etwas klarer zu positionieren. Ja, und ich glaube auch, den Kopf rauszustrecken in einer Zeit, in Genau. der wir alle danach streben, noch eine weiterhin lebenswerte Zukunft in diesem Land zu haben. Ich als Familienvater sehe das auch nicht jetzt in dem Fall, wenn wir über solche Themen reden, als Unternehmer, sondern vielmehr als jemand, der gerne in einem sicheren Land abends über die Straße gehen möchte, ohne dass er Angst haben muss, dass ihm womöglich jemand begegnet, der ihm nicht so wohlgesonnen ist. Und ich denke, das ist unser gutes Recht, als Steuerzahler in Deutschland, dies zu fordern von einer Politik.